Meine lieben FIFA-Freunde, ein neues Wager-Match steht vor der Tür. Heute geht es nicht um Hummels, den 88er International Man of the Match. Nein, um seinen Kollegen auf der linken Mittelfeldposition, nämlich Franck Ribéry von FC Bayern. Und als Gegner habe ich heute den guten Sphinx Mido 007 eingeladen. Er setzt James Rodriguez, den, ich glaube, 88er Man of the Match der Weltmeisterschaft. Ja, und gucken wir uns doch mal seine Mannschaft an. Bis gleich. Ja, und da haben wir ihn auch schon. Seine Mannschaft ist genau wie unsere in der Bundesliga-Mannschaft. Uiuiuiui, das ist echt stark. Also Schwein ist ja gerade drin, der hat Müller drin, vorne den Legendenklose. Heftig. So, da kann es auch schon losgehen. Bin natürlich nicht wahnsinnig scharf drauf, heute den nächsten zu verlieren. Meine Bilanz, die sieht ja nicht so rosig aus. Habe ja schon zwei abgeben müssen. Thomas Müller, International Man of the Match und auch seinen grünen Kollegen Memphis Depay. Das spielen wir allerdings schon viel besser. Mal schauen, wie es heute läuft. Also nicht wundern, ihr seid nicht besoffen. Also wenn ihr ein paar Spieler doppelt seht, dann ist es einfach so, weil hier zwei Bundesliga-Mannschaften gegeneinander spielen. Unsere Bundesliga-Mannschaft habe ich auch ein bisschen umgemodelt. Hier Jefferson Fafan von Schalke, den habt ihr nicht immer da drin gesehen bislang. Und auch vorne den Pierre-Emerick Aubameyang von Dortmund. Mario Götze ist auch drin. Ah, da versuche ich ihn sofort mal weiterzulegen. Klasse Ding jetzt hier von Rafinha. Bekommt den Ball aber abgenommen, ich glaube von Sami Khedira, von der Frisur her. David Alaba, da ist Ribéry, den ich auch heute zum ersten Mal spiele. Hab gar keine Ahnung, ist ja auch, glaube ich, ein 5-Sterne-Skiller. Wenn ich heute gewinnen sollte, na, dann bleibt natürlich der Ribéry hier in der Verlosung. Das bedeutet, den könnte sich dann sonst jemand schnappen. Klasse Ball jetzt nach vorne. Mario Götze, was macht er draus? Versucht den Lupfer, Mensch. War natürlich blöd gemacht, da hätte schon ein bisschen mehr Dampf hintergemusst. Beziehungsweise die Höhe des Balls hätte anders sein müssen. Was hat er jetzt gepfiffen? Der Klon. Wir spielen heute in den schönen Lok-Trikots. Hab gedacht, das ist mal eine schöne Hommage an meinen Kumpel Felipe Caicedo, der mich ja im Fußballmanager-Let's Play immer so lieb geneckt hat. Und der Ball ist noch viel besser. War das? Ne, war kein Foul. Quatsch, ne? Der Manuel Neuer, der hat den Ball natürlich in der Hand. Dann ist ein Hoheitsgebiet da hinten, der Fünfer. Wenn ich jetzt gehässig zu mir selber wäre, würde ich sagen, den kann man auch durchaus mal reinschießen. Aber das ist ja sowieso meine große Baustelle, einfach die Chancen zu nutzen. Es ist dann oft so, da habt ihr mal gesehen, was der Franck Ribéry hier so drauf hat, mit dem Bärbar-Spin. Das sieht alles ein bisschen eleganter aus, als wenn es jetzt so ein 4-Sterne-Skiller auspackt. Guter Schuss hier von Sphinx Mido 007. Ich habe ihn jetzt gar nicht gefragt, ob ich seinen Vornamen benutzen darf, um ihn hier anzusprechen, deswegen lasse ich es mal lieber. Aber falls jemand mal reingucken möchte, hat auch selbst einen Kanal, gefährlich. Vorne Mats Hummels hat selbst einen Kanal und der macht auch durchaus klasse Let's Plays vom Fußballmanager. Hat jetzt mit Hertha BSC Berlin, wo er gerade auch die Trikots anhat, neues Abenteuer gestartet. In der zweiten Bundesliga versucht ihn nach oben zu führen. Also, wenn ihr Bock habt, einfach mal reingucken. Und jetzt wollen wir natürlich hier uns wieder aufs Spiel konzentrieren. Es wäre wichtig für meine Psyche, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich endlich ein Spiel gewinnen könnte. Dass ich endlich mal keine Karte hergeben muss, weil es war bis jetzt ein leichtes Spiel. Einfach mal hinkommen, den alten Sack abzocken und eine schöne Karte mitnehmen. Und sich ein ins Häuschen lachen. Das will ich heute natürlich nicht haben. Mal schauen. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich von meinen FIFA-Fähigkeiten eher bei meinem Gegner heute angesiedelt bin. Dass wir uns relativ ähnlich sind. Ansonsten die letzten beiden Spiele, da bin ich ja wirklich über drei Viertel der Begegnungen komplett chancenlos gewesen. Nein, da kommt er nicht hin. Der Ribéry. Vielleicht jetzt nochmal nachsetzen. Da hat Neuer alles unter Kontrolle. Schön jetzt rausgespielt. Khedira. Bisschen hektisch gerade vielleicht. Hätte er schöner aufbauen können. Wir versuchen es wieder vorne auf Götze. Jetzt hat er die Möglichkeit. Götze, Flanke vorne rein. Und Hummels bleibt einfach nur stehen. Lässt den Ball abtropfen. Ja, und das war's. So einfach ist es teilweise einfach zu verteidigen. Den Vorteil lässt er laufen. Ribéry. Jetzt pfeift das. Dann hat der kleine Franzose sich mal versucht, da durchzutanken. Und dann hat er hier den nächsten Hit bekommen, sodass er dann hier den Freistoß bekommt. Bastian Schweinsteiger, nee. Wenn wir schon den Ribéry auf dem Feld haben, dann wollen wir es auch mal probieren. Ich versuche mal was ganz Beklopptes. Passt mal auf. Mal gucken, ob das funktioniert. Alter Schwede. Ja, das ist leider drauf. Ich kann es nie rausschneiden. Das ist live. Das ist peinlich.
Nur ich normalerweise als, wo ich zumindest glaube, dass ich das in FIFA gut kann, Standards. Diese Freistöße, das hätte auch gefährlich werden können vorne. Also Klose darf man nicht weglaufen lassen, Klose darf man nicht zum Kopfball kommen lassen. Am besten sollte man den Typen in Ketten legen, ihn den Zwinger mitnehmen. Da ist er am besten aufgehoben, wenn er als Gegner hier rumläuft. Also wenn irgendjemand, ich weiß es ja nicht, kann ja sein, von euch, die zugucken, diesen Klose haben, diese Legende, und den eventuell hier setzen möchten und vielleicht eine ganze Riege von meinen Spielern haben möchten, Götze jetzt durch! Und Mario Götze macht in der 30. Minute die 1:0 Führung. Ja, ich wollte sagen, feel free to contact me bezüglich eines Klose-Legenden-Kartenstatus. Ich weiß, der ist sehr, sehr viel wert. Klasse gemacht, also der Pass war super. Und Mario Götze vorne eiskalt, das heißt dann eben jetzt endlich mal eine Führung. Das kenne ich ja schon gar nicht mehr. Zumindest in den Wagern nicht. Erst 13:0 hinten gelegen, Einwurf jetzt für Sphinx Milo 007. Und im zweiten Spiel 2:0 hinten gelegen. Und da dann tolle Moral bewiesen. Und ein 2:2 geschafft, aber leider Gottes hat es dann nicht gereicht. 3:2 macht er. Und das ist super gespielt jetzt nach vorne. Und auch hier Mario Götze der Torschütze. 3 Minuten nach der Führung. Und das sah ich natürlich nicht gut aus. In der Mitte. Die Flanke hier von Thomas Müller. Die kommt ein bisschen nach hinten, also ein bisschen in den Rücken. Aber der Götze, der macht es in Weltklasse-Manier. Wie er sich da langlegt und das Ding da wegfischt. Und den Ball wie zum Erliegen gebracht hat. Wieder aufsteht und hier den Ausgleich macht. Jetzt haben wir sofort die Möglichkeit, hier das Ganze wieder zu beheben. Und es ist wieder Götze. Auf der einen Seite das Tor geschossen. Und jetzt gleich wieder für uns am Ball. Was ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß. Ich habe es zwar eben gesehen, aber so gut ist mein Kurzzeitgedächtnis nicht. Ne? Das ist... Dachte, das würde harmloser. Da muss Neuer erstmal klären. Ich wusste nicht mehr, ob der Götze bei Sphinx Milo hier eine International Man of the Match Karte war oder ob es auch der normale ist. Chance jetzt. Wer war denn das? Ich glaube, Javi Martinez. Bin mir nicht sicher. Den können wir klären, aber der ist nicht im Aus. Klasse geholt hier. Rafinha, der ist mal auf dem Weg nach vorne. Jefferson Farfan ist schnell, kann auch gut flanken. Geht auf den langen Pfosten. Kann aber erstmal geklärt werden. Bastian Schweinsteiger sieht jetzt vorne Thomas Müller, den Mann, der den Assist gegeben hat. Versucht jetzt da mal durchzusprinten. Wichtig, dass ich dazwischen war. Das Momentum ist mit Sicherheit jetzt auf seiner Seite, da er den Ausgleich geschafft hat. Jetzt weiß er nicht so richtig, wohin. Findet aber Schweinsteiger. Alaba, sein Mannschaftskollege, kann den Ball ablaufen. Dante. Und jetzt wieder vor auf Ribéry. Aber Lahm ist nicht zu verachten. Lahm ist wahnsinnig schnell. Na, Vorsicht jetzt. Jefferson-Verfahren auf Götze. Läuft sich jetzt fest. Das geht dann teilweise zu einfach, wie ich die Bälle wieder herschenke. Aber es ist momentan kein schönes Fußballspiel. Ihr seht es, ein bisschen gehacke. Aber es ist spannend, weil es unentschieden steht. Nicht 0-0, sondern 1:1. Also Tore haben wir schon gesehen. Ribéry, was hat er jetzt mal hier zu zeigen? Bisschen Dribbling. Bleibt aber hängen, bekommt die zweite Chance. Geht jetzt zwischen zwei Mann durch. Bekommt den Ball. Spielt ihn wieder weg. Hat ihn wieder. Jetzt über links. Vielleicht mal eine Flanke vom Franzosen. Die ist gut. Aber nicht gut genug. Klasse geklärt. Hinten in der Verteidigung. Ach, so kann man das nicht machen wollen. Und dann wundere ich mich, dass die ganzen Karten flöten gehen. Ja, natürlich. Ein paar gehässige Kommentare habe ich auch schon bekommen. Und das ist mir wurscht. Bin ja da, um es zu lernen, Mensch. Und wenn es dann einfach schlecht ist, na, klasse dazwischen gewesen hier. Und wenn es dann einfach schlecht ist, dann sollte man da auch ein bisschen Nachsicht haben. Normalerweise sagt man ja, Übo macht den Meister. Ich spiele das FIFA ja schon ein bisschen länger auch. Dann sehr oft im Karrieremodus. Aber das ist halt ein ganz anderer Schuh. Online habe ich jetzt oft nicht mehr gespielt. Lange nicht mehr. Das war zum letzten Mal der Fall beim WM-Add-on. Aber das ist jetzt mittlerweile, ihr wisst es ja, auch schon wieder Wochen vorbei. Hier, nochmal klasse, diese Ballannahme von Mario Götze 2. Die Chancen kurz gesehen. 6 Schüsse, 7 Schüsse. Ich hatte einen mehr aufs Tor als er. Also haben wir es schön aufgeteilt. Er insgesamt ein bisschen mehr geschossen. Ich dafür genauer gezielt. Und ja, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Theoretisch gesehen könnte man es hier auch bis zur Verlängerung, bis zum Elfmeterschießen durchpeitschen. Ja, würde ich aber ja umgehen machen.
Weil das ist dann wirklich Lotterie, das geht dann wirklich an die Nerven. Das ist schon aufregend genug. Jetzt kommt Reus, Marco Reus für Sami Khedira. Auf dem Papier natürlich sieht das alles ein bisschen offensiver aus. Lahm zum ersten Mal am Ball. Und bekommt er den noch? Bekommt er den? Ja, der kommt rein und jetzt habe ich doch schon wieder Angst. Was machen die da hinten? Roman Weidenfeller ist ja heute im Tor für René Adler. Himmel, Arsch und Zwirn, macht doch nicht so einen Käse. Ah, Mann, 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 er ist schon wieder von allen guten Geistern verlassen. Der wirft den Ball nach vorne und da steht Groß. Ich glaube, wenn auf dem Feld irgendeiner steht, der so was Dinger reinschießen kann, dann er. Und ich mache da so einen Käse. Was war eine Einladung? Das war wirklich ein Geschenk wieder mal mit Schleife. Ja, mein Gegner konnte es nicht ausnutzen. Wird er sich ärgern, mit Sicherheit. Marco Reus, der jetzt sehr viele Impulse schon geben kann. Müller gegen Alaba. Da habe ich Glück gehabt, dass ich da vorbeikam. Ribéry. Also man kann jetzt den Jungs nicht absprechen, dass kein Einsatz da wäre. Javier Martinez. Aber da versucht er sofort wieder Götze einzusetzen. War auch normalerweise nicht so unclever, weil mit Martinez machst du normalerweise keine Sprints. Der ist ja auch eher hinten dafür zuständig, die Bälle abzuräumen. Was das jetzt war, das weiß ich nicht. Anscheinend ist ihm da der Controller aus der Hand gefallen. Oder irgendwie sowas. Knappe 10 Minuten gespielt. Also ich würde sagen, das Spiel hat sich angepasst. Sehr, sehr nervöse Geschichte. Geht ja auch um viel. Ich weiß jetzt nicht, was er wert ist, der gute James, als International Man of the Match. Was für eine Chance! Aubameyang, der lässt sich hier bitten. Aber Ribéry, der kratzt schon so noch leicht noch die Million, zumindest auf der PlayStation. Computer ist ja meistens, also PC ist ja meistens ein bisschen weniger. Klasse jetzt hier zusammenspielen. Aubameyang, und es ist von Hummels da hinten auch eher ein wenig unbedacht gewesen, da so ein Tänzchen aufzuführen. Erstmal raus. Das ist dann teilweise wichtig. Das mache ich auch so oft. Und wir nähern uns wieder so ein bisschen an. In Richtung Kiste. Stunde gespielt. Minimum noch 30 Minuten hier zu gehen. Rafinha in die Mitte auf Bastian Schweinsteiger. Das ist wieder Götze. Aubameyang ist zwar wahnsinnig schnell, aber der muss auch erstmal auf Touren kommen. Und wenn man ihn so blöd anspielt, wo es keiner erwarten kann, dann dauert es eben ein bisschen länger. Das ist jetzt Miroslav Klose. Also das hätte er lieber sicher anders gehabt. Mein Gegner. Klasse Parade hier von Weidenfeller. Dass der Klose eben in der Mitte steht und eine Flanke von außen kommt. Dann wäre es wahrscheinlich ein sicheres Tor gewesen. Da kann er gerne rumjoggen. Die Legende, Miroslav Klose, 16 WM-Tore. Da ist wieder der Mann aus Gabun. Pierre-Emerick Aubameyang. Kommt er da vorbei? Nee. Marco Reus hat sehr viel Platz. Spielt den Ball sofort nach vorne. Ist ein Glanzpass gewesen. Thomas Müller jetzt. Und er probiert's mal. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Also am Anfang habe ich geglaubt, dass ich hier dem zweiten Tor näher bin als Sphinx Mido 007. Aber jetzt gerade die Möglichkeiten. Ribéry schon wieder hier vorbei mit dem Bärbaspin, bekommt den Ball wieder, sind die beiden sich nicht einig gewesen, jetzt wird's gefährlich, Aubameyang, Götze, Flanke in die Mitte. Und was soll ich sagen, Gott sei Dank, Javi Martinez. Eben habe ich noch gesagt, mit dem ziehst du keine Sprints an, jetzt steht er richtig da vorne, warum überhaupt? Die Flanke ist klasse. Die Flanke ist klasse und der nimmt so ein bisschen die Gegenrichtung des Torwarts. Der war in die andere Ecke unterwegs. Kann dann nur noch reagieren. Durch den Reflex war er nicht mehr gepackt. Mario Götze. Rechte Seite, Flanken in der Mitte. Passt mir auf den Klose auf, Leute. Roman Weidenfeller hat ihn. Jetzt werfe ich den, Gott sei Dank, ein bisschen cleverer weg. Jefferson Farfan. Im letzten Spiel hatten wir ja auf der Seite Jakub Laschikowski von Dortmund. Schweinsteiger. Ich versuche, ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber ihr merkt, es klappt nicht. Es ist nichts für Fußball- bzw. FIFA-Ästheten. Das vielleicht jetzt mal. Mit dem Außenriss auf Franck Ribéry. Auf den mussten wir verzichten. Chop, Schuss. Glanztat von Neuer. Das ging in die kurze Ecke. Hier nochmal die Wiederholung. Da verschafft er sich Platz, lässt zwei ins Leere laufen. Aber am Torwart scheitert er letztendlich dann leider doch. Die Ecke kommt. Sind nicht so wahnsinnig viele vorne. Wir haben auch nicht die kopfballstarken Spieler. Jetzt mit Martinez mal ausgenommen. Der sich da jetzt hier wieder ein Laufduell verstrickt. Sollte er lassen.
Ah, Fehlpass. Viertelstunde noch. Und das ist nach wie vor sehr, sehr spannend. Mats Hummels. Bisschen kurz geraten auf Rafinha, aber ist alles kein Problem. Fafan, super. Super, kurz die Ballrolle ausgepackt. Da kommt er hin, der Aubameyang. Und das ist Minimum eine gelbe Karte. Jetzt bin ich gespannt. Er packt oben in die Tasche. Jerome Boateng, gelbe Karte. Ja, hier. Was will man ihm da zugutehalten? Vielleicht, dass die in der Mitte noch einlaufen, dass die es eventuell noch hätten retten können. Aber das sah schon sehr nach Notbremse aus. Ribéry mit dem Freistoß, gutes Ding. Aber ich glaube, ein Neuer da zu verarschen. Ich glaube, da musst du früher aufstehen. Selbst wenn du Ribéry heißt. Das hätte hier natürlich ganz, ganz ordentlich ins Spiel eingegriffen. Wenn er jetzt hier den Mann verloren hätte. Natürlich einen ganz wichtigen Abwehrspieler hinten. Kommt er da noch dran? Nee, kann es nicht nutzen. Wir müssen den Einwurf nehmen. Jetzt ist er zu doof, den Ball aufzunehmen. Habt ihr das gesehen? Ribéry hat ein bisschen zu viel Weißwein getrunken. Vor Abpfiff. Soll er lassen. Kann er nachher von mir das gerne machen, wenn wir gewonnen haben hier. Und damit die Karte behalten. Ansonsten wird er einen neuen Besitzer bekommen. Also wir sind James Rodriguez schon relativ nah. Führen 2-1. Sehen jetzt gerade hier die Gelegenheit, wie unser Gegner wechseln möchte. Bin gespannt, was da jetzt passiert. Mesut Özil kommt rein für Groß. Möglicherweise auch eine gute Karte, aber ich glaube, Özil hatte gar keine International Man of the Match Karte. Würde jetzt auch nicht wundern. Er hat ja eigentlich kaum irgendwo ein gutes Spiel gemacht. Bei der Weltmeisterschaft. Götze. Was war das denn? Ich habe da irgendwas gedrückt, aber ich habe keine Ahnung, was der da jetzt wirklich gemacht hat. Kurzer Freistoß. Vorne. Ah, Mann. Sah erst so gut aus, hat ein bisschen lange gedauert. Jetzt nochmal. Das geht alles relativ easy. Immer über links, immer über links, immer über Ribéry. Was macht er jetzt? Versucht zu flanken. Hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen tricksen können. Wir haben noch gut 2,5 Minuten in der regulären Spielzeit. Der ist gut geklärt, aber Fafan ist noch am Ball. Spielt den nochmal hoch. Jetzt nochmal hin, Leute. Da versuche ich da mit der Grätsche da rein zu fliegen. Jetzt nochmal gefährlich. Wir haben 2 gegen 3. Unten hilft jetzt noch einer. In der Mitte ist er komplett alleine. Müssen wir mal einen hinschicken, den Dante. Und wir laufen es außen weg. Es gibt aber nochmal Einwurf. Jetzt macht mir da vorne echt keinen Käse. So, wir stellen uns mal schön da rein, dass er gar nicht weiß, wo er hinwerfen soll. Ich weiß nicht, ist nicht so fair, aber das wird ja auch in Wirklichkeit so gemacht. Bekommt hier zwar den Ball nochmal aufs Tor. Aber es ist natürlich eine leichte Übung für Weidenfeller. Das war bescheuert. Das war bescheuert hier. Schweinsteiger. Und es gibt doch nochmal die Ecke. Kommt dann. Ey, komm, vergiss es. Warum stelle ich mir die Frage? Das ist klar, dass das nichts gibt. Aber warum gibt der Abstoß? Warum gibt der Abstoß? Hat er den eigenen Mann angeschossen? Kann ja eigentlich nur so sein. Mesut Özil hat jetzt nicht viel zeigen können. Kam sehr spät rein. Klose. Mr. I am Legend. Ribéry. Und da ist es vorbei. Der Mann, der den Ball hätte bekommen sollen, der bleibt bei uns. Und wir bekommen Zuwachs. Also wir haben einen James Rodriguez letztens verloren. Das war der Tots, der Team of the Season aus der Ligue 1 in Frankreich für Monaco. 91er Karte haben wir. Ja, leichtfertig verspielt, würde ich sagen. 1-4, gar keine Chance gehabt. Jetzt haben wir eine neue. Da haben wir die Noten. Gucken wir erstmal. Das gebührt sich so beim Gegner. Neuer 7,8 der Beste. Thomas Müller mit einer 7,2 hat die Vorlage gegeben für den Mario Götze 7,5. Ja. Also es ist ein knappes Ding gewesen. Unser Götze ist bei uns der Beste gewesen, auch international dann mit dem goldenen Ball. Ganz schlecht war Dante. Eine 6,3 Alaba, auch nicht wirklich berauschend. Also das muss definitiv besser werden. Ich würde sagen, wir hören uns gleich sofort wieder bei einer sehr erfreulichen Übergabe. Chancen, es ist, würde ich sagen, verdient. 61% Ballbesitz. Bis gleich. Sehr geil, Leute. Endlich darf ich auch mal so ein Kärtchen abzocken. Vielleicht sollte ich mich nicht dran gewöhnen. Das nächste Wager-Match, das startet natürlich dann demnächst auch schon wieder. Möchte mich bedanken bei SphinxVideo007 für das Spiel. Hat toll gekämpft und hat Spaß gemacht. Guckt mal rein in seinen Kanal. Hab euch da in die Videobeschreibung was reingepackt. Und ja, wenn ihr um den spielen wollt, den James Rodriguez, dann meldet euch. Und dann machen wir was aus. Und dann hört man sich demnächst. Also denn. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir auf alle Fälle, und ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder. Haltet euch die Ohren steif und euer Baumi ist raus. Bis denne. Ciao.